Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Let's Play The Whispered World. Ja, ich war jetzt so drin, ich habe jetzt ganz vergessen, mich umzuschauen. Verdammt nochmal, aber vielleicht kann ich die Tür schließen. Vielleicht finde ich dahinter ja noch was. Ein Mauseloch. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Spot. Spot. Hallo. Sieh mal, Spot, hier ist eine Wohnung frei geworden. Dachtest du etwa, du könntest auf ewig bei mir wohnen? Oh, der arme Spot, der hat dir nichts getan. Damit passt doch sicher rein. Sieh mal, Spot. Dachtest du etwa... Nicht? Okay. Und als Fatty? Sieh mal, Spot. Dachtest du etwa... Auch nicht. Okay. Schade, ein Versuch war's wert. Den Schlüssel darf ich wahrscheinlich nicht nehmen. Halt oben und auf. Okay, die Blume werde ich sicher nichts machen können. Oder kann ich den Spot damit verwenden? Es gibt appetitlichere Methoden, eine Blume zu gießen. Die muss ich also gießen. Ausspuddeln kann ich die wohl nicht, oder wie? Blumen sind wirklich zu überhaupt nichts zu gebrauchen. Außer vielleicht, um darauf hinzuweisen, wie zerbrechlich und vergänglich das Leben doch ist. Okay. Mit dem Reden wird wahrscheinlich auch nicht keine neuen Erkenntnisse bringen. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Was kann ich noch für dich tun? Echt, im Nebenraum ist eine Tür. Warum? Es ist eine... Mich, das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Ich muss diese Tür öffnen. Aber irgendwie... Okay, ich muss diese Tür öffnen, die ich nicht mehr gesehen habe. Ach, da! Tatsache. Eine Tür. Wohin die wohl führt? Die soll mechanisch sein. Ich sollte mit Bando darüber reden. Der weiß sicher, wie man das hier bedient. Seltsam, ich sehe keine Klinke. Na, mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Eine Axt? Oh. Ich hoffe, die ist zum Holzhacken gedacht. Die habe ich ja noch das gar nichts gesehen. Das wäre die einzige Methode, mir heute noch ein breites Grinsen zu verschaffen. Eine Axt. Ah, ich habe schon eine Idee. Dem brennt immer noch der Kopf. Ich habe schon eine Idee mit der Axt. Allzu viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Dementsprechend gehe ich mal hier hinunter. So, und dann darüber und hier hin. Mit dieser Axt kann ich jetzt vielleicht den Mast umholzen hier. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Je, ich habe einen Mast. Ich habe nur noch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Die Schaufel reparieren. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. So, was kann man jetzt mit einer Schaufel ausbuddeln? Oder hebeln? Also hier schon mal nichts. Kann ich damit gegen die Glocke hauen? Nein, wird wie in die Pona. Okay. Aber habe ich hier gerade eine... Ich habe eine Leiter? Irgendwo habe ich davor eine Leiter gebraucht. Wo war denn das? Und wieso habe ich die...
nicht bedacht, dass ich die habe. Ach ja, ich weiß wieder. Was? Hallo nochmal. Du schon was? Ich will gar nichts, ich wollte nur da hoch. Um jetzt wieder rauszugehen. Weil ich dann nämlich hier oben lande. Mehr wollte ich gar nicht. So. Dann kann ich die Leiter vielleicht hier ans Fenster stellen. Und durchs Fenster rein. Oh oh. Wie? Hm? Was? Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Das ist schön für deine Augen. Okay, jetzt muss ich noch den Hund irgendwie ins Maul stopfen. Kann ich dem Hund mit der Axt das Maul stopfen? Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Du führst eine Liste, wie du gerne sterben würdest, wirst? Auf keinen Fall. Ich kann, wenn ich... Okay. Auf keinen Fall, wenn ich mit... Ich habe nur keine Ahnung, wie ich den jetzt... losbekomme. Ich will... Was habe ich gesagt? Ich will nicht nachzählen, aber meiner ersten Schätzung nach verfügt das Tier über deutlich mehr Zähne. Das könnte durchaus sein, ja. Vielleicht kann ich hier Spot zum Fraß vorwerfen. Sieh mal, Spot. Ein Spieltrunk. Wieso musst du mich immer so blamieren? Was? Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich immer so blamieren? Tja. Du könntest ihn verkokeln. Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich immer so blamieren? Tja. Normal wahrscheinlich auch nicht. Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich... Vielleicht kann ich jetzt irgendwo an die Einrichtung krankrapschen. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Dein Rücken auch, okay. Vielleicht kann ich mir ja schon ein Bild schnappen. Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tant. Dann sind es halt Sammelstücke. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Ich glaube, und mein Rücken... Ja, dein Rücken auch, wir wissen's. Und wenn ich jetzt rausgehe... Was? Wo? Wer wagt es mich in meinem Wut? Hallo nochmal. Du schon was willst. Bis später. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe. Wie krieg ich den Hund weg? Was bleiben hier überhaupt noch für Optionen? Was? Ach, das wollte ich doch gar nicht. Hallo. Du schon was willst. Ich will hier raus. Genau. Lass mich. Vielleicht kann ich irgendwie. Ja. Ein Versuch ist es wert. Achso, kann ich da dann einfach hochlaufen, okay. So hätte ich das machen können. Ja, da kommt mal einer drauf. Wo bin ich jetzt? Achso, okay. In der Fabrik, kann ich da vielleicht irgendwas?
Das Rad. Ich will das Rad. Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit... Ich will aber das Rad. Nicht nötig. Das lässt... Mann. Da also auch nicht. Okay. Da hat eben mein Skype protestiert. Ja gut, dann muss ich nachgucken. Dann halte ich diesen Part etwas kürzer. Der vorige war etwas länger. Dann sieht man sich im nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play the Whispered World. Aber momentan stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und man sieht sich dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play the Whispered World. Bis dahin, Leute. Ciao.